with some more money than this morning. My gig tomorrow has been luckily postponed. That bar has always felt so boring. Jackie, you and I, this is a perfect team. I wanna crawl into you right now. Jackie, you're the only one who's listening to me. Let's keep on talking till the morning light. Hey, you're right. Can't wait to see your sugar face as soon as I'm home. I wanna hold you in my arms. I'm aware that your sweet taste is just for loan, but I know you mean no harm. Jackie, you and I, this is a perfect team. I wanna crawl into you right now. Jackie, you're the only one who's listening to me. Let's keep on talking till the morning light. Hey, you're right. Danke, danke. Das ist ja wirklich großartig, aber wir machen jetzt besser mal eine Pause und dann geht es danach gleich weiter. Bis gleich! Oh, läuft richtig gut, oder? Mann, die kloppen sich um dich. Was geht's? Post aus der Heimat. Für dich. Scheint wichtig zu sein, liegt da echt schon lange. Pass auf, ich habe damit kein Problem, deine Post zu sammeln. Aber wie wär's mal, jetzt für dich anzukommen? So eine eigene Bude, eine eigene Anschrift. Hm? Ich werde drüber nachdenken, ja. Mach das. Da wollen wir nochmal schauen. Lieber Henry, ich weiß, wir hatten unsere Differenzen, aber es gibt etwas Wichtiges, das du wissen solltest. Dein Großvater ist verstorben. Die Beerdigung findet im kleinen Kreis statt, so wie er es gern gehabt hätte. Alles gut bei dir. Ohne zu viel Aufhebens. Ist ein Groupie schwanger, oder? Er wird am alten Friedhof hinter der Schule beerdigt, falls du herkommen willst, um dich zu verabschieden. Trotz allem hoffe ich noch immer, dass es dir gut geht. In Liebe, deine Tante. Kann man Ihnen helfen, junger Mann? Nee, mir ist nicht mehr zu helfen. Alles klar. Warten Sie, kann ich vielleicht ein Stück mitkommen? Wo sollst du hingehen? Eigentlich erstmal nur weg. Steig erstmal ein, die Sachen kannst du auf den Rücksitz machen. Oh, ich
dachte immer, Rockstars meinen was ganz anderes, wenn sie vom Seitensprung reden. Ich heiße übrigens Theo. Henry, hallo. Henry, wo kommst du her? Ich meine, wo bist du zu Hause? Ich habe nicht so ein richtiges Zuhause. Und deine Eltern? Ich meine, machen die sich keine Sorgen, wenn du zu fremden Männern ins Auto steigst? Nee. Um mich macht sich keiner Sorgen. Wieso? Zigarette? Gern. Naja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Es ist der 22. Februar 1945. Ich bin gerade einmal 8 Jahre alt. Tag. 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 Fast täglich sammelte sich die ganze Nachbarschaft im Luftschutzkeller. Zum Glück waren es bis jetzt immer Fehlalarme gewesen. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich da unten gefangen war. Fast alle sind gestorben. Und ich? Ich blieb unverletzt. Wie durch ein Wunder. Mir taten nur die Finger weh. Ja, Kartoffeln habe ich dann natürlich erstmal nicht mehr angefasst. Das muss ziemlich schlimm für dich gewesen sein. Das ist ein schickes Auto. Echt altbacken, aber edel. Das passt ja zu mir, oder? So war das jetzt natürlich nicht gemeint. Ja, das Auto, das ist für mich Freiheit. Aufbruch. Aufschwung. Die Dinge müssen sich ändern, die müssen besser werden. Man muss die Vergangenheit auch mal loslassen, sonst macht sie dich kaputt. Ist natürlich schwierig, wenn sie dich immer wieder einholt. Henry!
Ich wohnte nun seit fast 2 Jahren bei meinem Großvater. Mittlerweile hatten wir uns arrangiert. Er war zwar stur, aber er sorgte immer dafür, dass es mir gut ging. Hast du Hunger, Junge? Ja, etwas. Geh zum alten Bauern Spieker, frag ihn, ob er ein paar Kartoffeln gegen Eier eintauscht. Und wenn nicht, dann hast du hier Geld, dann kaufst du die Kartoffeln. Verlier das nicht. Und pass auf dich auf, da treibt sich Gesindel im Wald rum. Regelmäßig schickte mich mein Großvater zum alten Spieker mit seinem Holzbein. Am Anfang war er mir echt ungeheuer. Aber nach einiger Zeit merkte ich, dass er es gut mit mir meinte. Ich durfte das Geld und die Eier behalten und bekam die Kartoffeln geschenkt. Ich hatte ja keine Ahnung, in welche Schwierigkeiten mich das noch bringen würde. Mein Großvater nutzte die Zeit, wenn ich weg war. Er war in der Region bekannt als harter Kerl, mit dem man sich lieber nicht anlegte. In Wahrheit war er nach dem Tod meiner Eltern ein gebrochener Mann und völlig überfordert mit meiner Erziehung. Ich hingegen hatte ganz andere Sorgen. Was sollte ich mit dem Geld nun anstellen? Ich könnte es behalten. Und niemand würde es mitbekommen. Die Kartoffeln hatte ich ja und die Eier auch. Aber ich müsste Großvater anlügen. Und pass auf dich auf, da treibt sich Gesindel im Wald. Die Warnung meines Großvaters war deutlich. Verschwinde! Mir reichte es endgültig. Ich würde mich nie wieder ausrauben lassen. Ich beschloss, ab jetzt würde ich mich wehren. Ich hatte noch nie eine Pistole in der Hand gehabt und musste erst mal üben. Aber es klappte auf Anhieb. Gar nicht so schwer.
Die Reise ging in die Stadt, zu meiner Tante. Ich hatte sie erst ein einziges Mal gesehen, direkt nach dem Tod meiner Eltern. Sie weigerte sich damals, mich aufzunehmen. Großvater hatte also keine andere Wahl, als sich um mich zu kümmern. Das Verhältnis zwischen den beiden war äußerst kompliziert. Ich kann mir vorstellen, wie viel Überwindung es Großvater gekostet haben muss, meine Tante um Hilfe zu bitten. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Der Junge. Du musst ihn ein paar Tage aufnehmen. Muss ich? Bitte. Ja, eine Wahl habe ich ja sowieso nicht, oder? Also? Was hast du angestellt? Na, geh nach oben. Ich zeig dir dein Zimmer. Tag. Darf ich fragen, wo Sie gerade herkommen? Gibt's ein Problem? Nein. Wir suchen Zeugen, die im Wald einen Schuss gehört haben. Ich war in der Stadt. Zum Einkaufen. Und Ihre Einkäufe sind schon vor Ihnen da. Können Sie nicht gucken? Ich musste Ersatz kaufen. Und? Haben Sie welchen bekommen? Ich hatte zu wenig Geld mit. Wo ist denn Ihr Junge? Der wohnt hier schon lange nicht mehr. Wenn Ihnen noch was zu Ohren kommt, dann melden Sie sich. Tag auch. Meine Güte. Ein hartes Leben. Und das in so jungen Jahren. Und wo bist du dann gelandet? Die Jahre bei meiner Tante fühlten sich an wie eine Ewigkeit. Am Anfang zählte ich noch die Tage, bis mein Großvater mich wieder abholen würde. Aber er kam nicht. Meine Tante ist kein schlechter Mensch, aber auch kein Zuhause. Nichts war für mich ein Zuhause. Ich wollte immer einfach nur weg. Und zwar in allen Lebenslagen. Schule hatte einfach nicht so gut reingepasst. Naja, der Direktor hat sich das eine Zeit lang mit angeschaut und irgendwann brauchte ich dann auch nicht mehr wiederkommen. Aufgewacht, junger Mann! Wir sind hier in der Schule! Trotzdem sind die Jahre irgendwie rumgegangen. Von Großvater habe ich nie wieder was gehört und von meiner Tante war ich nur geduldet. Ich habe zwar nicht viel in Mathe gelernt, aber dafür andere Sachen, die mir viel wichtiger waren. Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich nirgendwo hingehöre. Dann erscheint er eines Tages bei mir an der Tür und erwartet, dass ich einen Jungen bei mir aufnehme. Und schon gar nicht zu meiner Tante. Meinen Neffen, den ich nie zuvor gesehen habe. Ich musste raus. Dass ich ihn bedingungslos liebe. Ich konnte ihr nicht länger auf der Tasche liegen. Habe ich nicht all die Jahre genug für dich getan? Ich wusste, dass sie schon lange genug von mir hatte. Jetzt sei nicht so viel saufen. Angenommen? Ich gebe dir die 50 Mark. Angenommen, du setzt dich in den Zug
und ich sehe dich nicht wieder. Was dann? Wie stellst du dir das alles vor? Ich habe mich durchgeschlagen. Und irgendwie bin ich auch immer irgendwo zurechtgekommen. Dropped so close and took my parents away, and I was left on my own. Hast du dich verlaufen, Junge? Ich wollte hier bloß übernachten. Es gewittert, es tut mir leid, ich gehe gleich wieder. Ich bin gleich weg. Ich habe dich jetzt schon dreimal abends mit der Gitarre hier in der Straße gesehen. Und da waren richtig gute Sachen dabei. Aber das hier, das geht gar nicht. Komm lieber dreimal die Woche vorbei, stell dich auf die Bühne, sing und verdiene dir ein paar Mark nebenbei. Und dann könntest du auch mal deinen Deckel bezahlen. Meinst du das jetzt ernst? Das ist mein voller Ernst. Hm? Natürlich. Machen wir das. Danke. Und dann ging plötzlich alles ganz schnell. Ich sang meine eigenen Songs. Und den Leuten gefielen sie scheinbar. Mouth, 'cause I'm climbing to the north instead of falling to the south Danke. Danke. Ich habe zwar nicht das große Geld gemacht, aber immerhin eine Mahlzeit war immer drin. Oder sowas in der Art.
So lernte ich auch einiges über die, sagen wir mal, Vielfalt der deutschen Küche. Egal ob im Süden oder im hohen Norden. Und gelegentlich war es sogar ein richtig guter Kompromiss. Auch wenn ich in der Schule kein Genie war, ich wusste natürlich, dass ich nicht nur von Luft und Liebe leben kann. Ich brauchte Geld. Moin. Moin. Ihr habt gehört, Sie suchen Leute. Ja, so ein bisschen zum Saubermachen und so was. Ja, genau. Ich brauche was dringend. Ja, komm, dringend. Ja. Komm mit. So arbeitete ich eine Zeit lang in einer Werft an der Nordsee. Die Arbeit war nicht sehr anspruchsvoll und die Bezahlung stimmte. With no cash to my name, master won't bend down. Rather face life or living, hand to mouth, better broke than heartbroken. Less the other way around. With no cash to my name, master won't bend down. Rather face life or living, hand to mouth, cause I'm climbing to the north instead of falling to the south, hand to mouth. With belly enough to eat and to drink, only thing I own. Ich glaube, ich bin soweit fertig. Ja, super. Hast gut gemacht, mein Junge. Dankeschön. Without any doubt, better feet on the ground than hat in the clouds. With no cash to my name, master won't bend down. Rather face life or living, hand to mouth, better broke than heartbroken. Less the other way around. With no cash to my name, master won't bend down. Rather face life or living, hand to mouth, cause I'm climbing to the north instead of falling to the south, to the south. Egal wie rau die Luft war, die Musik mir ins Gesicht gepeitscht hat, sie war immer mein Zuhause. Sie gab mir ein Gefühl, das ich vorher nicht hatte. Am Ende stehe ich doch wieder da, mit der Gitarre in der Hand auf der Bühne. Und auf der anderen Seite kommt man auch einfach richtig gut rum. Und dann ist es auch schön. Und warum hast du denn deine Gitarre zertrümmert? Hartes Geschäft, oder? Ja. Ja, das ist es. Aber es gibt ja auch immer Menschen, die einem das Leben ein bisschen leichter machen. Ein bisschen wertvoll. Ja, die es wertvoll machen. On a beautiful day, a bomb dropped so close. It took my parents away, and I was left on my own. I grew up with my grand until the shot rang out and hit this man in his head. I'll always remember that sound. Und dann war sie plötzlich da, meine Heimat. Das erste Mal nach sehr langer Zeit spürte ich einen inneren Frieden, Wärme. On a beautiful day, a bomb dropped so close. It took my parents away. And I was left on my own. Fried, gib meinen Lappen. Ja. Hi, ich bin Henry. Ich weiß. Woher? Mal überlegen. Du standst gerade dort vorne auf der Bühne
Und dein Name steht für heute Abend an der Tür. So, ja. Das ist schlau. Das ist sehr schlau. Mhm. Ist mir sympathisch. Was kann ich dir Gutes tun, Henry? Du kannst mir deinen Namen verraten. Mhm. Netter Versuch. Und weiter? Mit einem Bier würdest du mir mein Leben retten. Ich denke, das kriege ich hin. Ja? Ja. Gut. Ich bin da drüben. Fred, gib mir mal ein Bier. Emmy, ich gehe jetzt. Das solltest du vielleicht auch. Fred, ich bin schon erwachsen. Fertig. Wir haben noch gar nicht über meinen Preis fürs Helfen gesprochen. Also, so wie ich das sehe, stehen hier noch zwei Stühle unten. Zählen nicht. Was macht so ein talentierter Musiker wie du in so einem Kaff? Stühle hochstellen. Nein, mal im Ernst, ich bin hier aufgewachsen. Ich habe einen Teil von meiner Kindheit hier verbracht. Aber jetzt ist mein Großvater gestorben. Und ich wollte ihm noch einmal im Grab Tschüss sagen. Und auf dem Weg hier ist mir aufgefallen, ein bisschen Kleingeld für Blumen wäre gar nicht so schlecht. So, so. Also. Also was? Mein Preis. Was willst du denn? Mit dir ausgehen. Da musst du erst an meinem Bruder und meiner Mutter vorbei. Aber du kannst gerne versuchen. Mmh. Ja. Hallo. Ist Emmy zu Hause? Wer will das wissen? Ich bin Freund. Ich heiße Henry. Henry. Woher kennen Sie meine Tochter? Wir sind verabredet. Ich glaube kaum, dass ich meine Tochter mit jemandem wie Ihnen verabreden würde. Danke für nichts. Du lässt dich hier nicht wieder blicken. Toller Auftritt. Jetzt kennst du auch mal meine Mutter. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sie sonderlich begeistert war. Nein, wirklich? Also eigentlich schließt sie mittellose Musiker immer sofort ins Herz. Komm, wir gehen. Sonst jagt sie dich noch mit der Mistgabel. Oh nein. Das war? Ja. Also, du nimmst das Glas, hältst das ein bisschen schief und gießt ein.
Und dann hast du zum Schluss ein perfektes Bier. Alles klar. Glas, Flasche, schief. Ja. Stopp, nicht so schnell. Abtrinken. Nein, das ist gut, das ist doch gut. Ich hab's dir gesagt. Aber trinken geht. Trinken geht. Wie bist denn du eigentlich? Eigentlich lasse ich Menschen nicht so schnell an mich ran. Bei dir ist es irgendwie anders. Das Gefühl, als würde ich dich schon ewig kennen. Keine Ahnung, wie du das machst. Wenn ich ehrlich bin, will ich es aber auch gar nicht wissen. Ist einfach schön. Ist aber schon irgendwie komisch. Ich meine, ich bin zwar nur ein paar Jahre jünger als du, aber ich hätte dich doch mal sehen müssen. Hätte dich doch irgendwo mal beim Weg laufen müssen. Aber ich kann mich irgendwie überhaupt nicht an dich erinnern. Ich war ja auch nur ein paar Jahre da. Aber ich würde mich auch nicht an mich erinnern. Mein Henry, sie ist gar nicht gemeint. Nein, wirklich. Du
interessierst mich. Es beruht auf Gegenseitigkeit. Zeigst du mir, wo du aufgewachsen bist? Ja. Henry, wo bringst du mich überhaupt hin? Nicht jetzt so schnell. Jetzt gedulde dich doch. Wir sind doch schon da. Überraschung. Okay. Und wo sind wir? Ich habe dir doch versprochen, dass ich dir zeige, wo ich aufgewachsen bin. Das ist das Haus von meinem Großvater. Komm. Na los, komm schon! Sieh mal, was ich gefunden habe. Es sind immer noch genau die gleichen Verstecke. Großvater, das hast du echt gut in Schuss gehalten. Willst du einen Schluck? Was? Ach so. Ja. Ist was? Nee, wieso? Hier habe ich einen Teil meiner Kindheit verbracht. Ist dir kalt? Soll ich noch mal im Schuppen schauen, ob es noch trockenes Holz gibt? Irgendwas ist doch mit dir. Habe ich was falsch gemacht? Das Waldstück da vorne. Mein Vater ist dort vor vielen Jahren gestorben. Ich habe diesen Ort immer gemieden. Dir nicht leid tun. Ich habe ihn gar nicht wirklich gekannt. War so eine offene Frage in meinem Leben. Ich meine, das waren damals andere Zeiten, aber bis heute weiß niemand, wer ihn erschossen hat. Nicht mal mein Bruder, der war damals bei ihm. Der hat es nie wirklich verkraftet. Kriegt sein Leben nicht auf die Kette, trinkt viel zu viel. Entschuldigung. Ich will dich nicht mit meiner Geschichte belasten. Das ist schon in Ordnung. Bringst du mich nach Hause? Ja. Ah, das neue Traumpalstadt. Ganz toll, dass du da getroffen hast. Na, Henry? Du toller Rockstar? Spring halt die Klappe. Willst du meiner Schwester nicht erzählen, was wir getan haben? Na los, erzähl's ihr. Kennst du mich nicht mehr? Ich hab dich sofort gekannt. Ganz schön warm heute, hä?
ist das denn da für einer? Hat doch eine Pistole in der Hand. Wo er die wohl her hat, hm? Ich warte hier auf dich, ja? Und du läufst da hoch und holst uns das kleine Scheißding. Ja, na los. Was zur Hölle meinst du? Wir haben den Alten umgebracht! Wir waren es! Henry, was zur Hölle meint er? Hör mal, lass dir das mal von einem alten Mann wie mir sagen. Dich trifft keine Schuld. Du warst ein Kind damals. Und das weiß sie auch. Da wäre ich mir nicht so sicher. Oh doch, das weiß sie. Glaub mir das. Ich wollte damit auf Dosen schießen. Ich wollte nicht, dass irgendjemandem irgendwas passiert. Ich habe vorhin darüber geredet, dass man die Vergangenheit auch mal ruhen lassen muss. Das stimmt. Aber vorher muss man sich erstellen. Und dann kann man damit abschließen und dann kann man neu anfangen. Es tut mir leid. Verschwinde. Ich habe gesagt, du sollst verschwinden. Warst du schon am Grab deines Großvaters? Nein. Ja, dann würde ich sagen, haben wir jetzt zwei Aufgaben. Ich bringe dich zum Grab deines Großvaters und dann gehst du zu Emmy. Das kann ich überhaupt nicht von dir verlangen, dass wir jetzt den ganzen Weg wieder zurückfahren. Ja, willst du laufen? Ich nicht. Ich hatte mal so eine Chance. Die habe ich leider versaut. Das bereue ich bis heute. Henry.
Henry? Henry! Hier. Viel Spaß damit. Wiedersehen macht Freude. Vielleicht ja später. Beautiful day, a bomb dropped so close. It took my parents away, and I was left on my own. I grew up with my grams until the shot rang out and hit the man in his head. I always remember that sound. I found no home in my life, no matter how hard I try. Through the wind and the rain, only music remained, yeah. After years of regret, with just my six string and I, tried to make me forget what I lost in that strike. Oh, all the people that cheered, all the booze and the beers, and all the girls that I leered at could not meet my fears. Yeah, I found no home in my life, no matter how hard I tried. Through the wind and the rain, only music remained, yeah. I found no home in my life, I got no kids, got no wife. Through the struggle and pain, only music remained, yeah. On a beautiful day, a bomb dropped so close. It took my parents away, and I was left on my own. Oh, I found no home in my life, no matter how hard I tried. Through the wind and the rain, only music remained. I found no home in my life, got no kids, got no wife. Through the struggle and pain, yeah.